Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, heute ist der letzte Tag der Eisheiligen und wenn die ganzen Scheinheiligen gleich mitgehen, dann wird es ziemlich schnell, ziemlich leer hier herinnen. Neben mir die Frau Minister Edtstadler, die gerade sagt, die Freiheitlichen, das sind die bösen, bösen Putin-Freunde. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht können Sie mir helfen. Wer da drauf ist auf diesem Bild, aufgedackelt in den Nationalfarben Russlands, Seite an Seite mit Putin. Vielleicht können Sie mir helfen, vielleicht wissen Sie es. Sind das Sie, Frau Minister, sind das Sie? Für wie blöd halten Sie die Menschen und was glauben Sie, für wie dumm Sie draußen die Menschen verkaufen können, sehr geehrte Damen und Herren? Das, was Sie machen, wieder alle eingehängt. Wieder alle einkängt, die Einheitspartei, die Schwarzen, die Grünen, die Roten, die Neos. Das ist Anti-Österreich-Politik, das ist Politik gegen die Österreicher. Sie rutschen alle zusammen, das ist ihr System, auf den Knien nach Brüssel. Dort lassen sie sich am Nasenring durch die Manege ziehen, holen sich vom System ihre Schulterklopfer ab und glauben, sie sind super. Und wissen Sie, auf wen Sie vergessen? Auf die Leute draußen, auf die Österreicherinnen und auf die Österreicher. Die müssen dann den hohen Preis dafür bezahlen. Die müssen dann den hohen Preis dafür bezahlen, dass sie sich gemeinsam verhabern mit dem System in Brüssel und dass sie sich ihre Schulterklopfer abholen. Und ich bin auch dankbar für ihre Nabelschau, die sie hierinnen zum Besten geben, weil sie hierinnen dasselbe machen wie in Brüssel. Sie vertreten jegliche Interessen, nur nicht die Interessen Österreichs. Sie vertreten die Interessen der Pharmaindustrie. Sie vertreten die Interessen der Kriegstreiber. Sie vertreten die Interessen der Illegalen und Schlepper. Und jeder, der da nicht mitmacht, übersetzt Kickl, Filimski, die Freiheitlichen und Millionen Leute draußen, die beschimpfen sie dann. Die werden dann von ihnen beschimpft, als Schwurbler und als Aluhutträger. Wenn man sich nicht zwangsimpfen lässt von der Frau Minister neben mir, dann wird man als Illegaler bezeichnet. Das haben die Menschen nicht vergessen und sie werden die Rechnung dafür bekommen. Das verspreche ich Ihnen. Die Menschen werden beschimpft. Als Schwurbler, als Aluhutträger, als Putin-Versteher, als Rechtsextreme. Das ist Ihr Betriebssystem, mit dem Sie arbeiten. Aber ich gebe Ihnen eine Antwort drauf. Immer her mit den Beschimpfungen, immer her mit den Angriffen. Beschimpfen Sie uns ruhig als Aluhutträger und als Schwurbler. Wir machen trotzdem nicht mit bei dreckigen Deals mit der Pharmaindustrie, Stichwort von der Leyen. Immer her mit den Angriffen. Wenn es die Wähler so wollen, werden wir Freiheitliche da dafür sorgen, dass so etwas wie bei Corona nie wieder, aber auch nie wieder passiert, egal wie Sie uns auch dafür beschimpfen. Beschimpfen und verunglimpfen Sie uns ruhig als Russland-Spione oder Putin-Versteher. Wir bleiben dabei. Neutralität. Wir stehen in der Mitte, während Sie sich einhängen. Hinter Amerika, hinter der NATO, hinter Zelensky, während Sie weiter an der Eskalationsschraube drehen. Nicht, weil wir Putin-Freunde und Putin-Versteher sind. Ich habe es Ihnen schon öfter erklärt. Nein, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind aber auch keine Zelensky-Versteher und keine Amerika-Versteher. Wir freiheitlich sind Österreich-Versteher, weil es nicht sein kann, dass die österreichische Bevölkerung den hohen Preis für Kriegstreiberei und Sanktionen bezahlen muss. Beschimpfen Sie uns ruhig als Rechtsextreme, nur weil Sie sich alle um die Illegalen kümmern, während wir uns um die Österreicher kümmern. Und ja, wir stehen dazu, eine Festung als Schutzschild und als Schutz für die Menschen vor Übergriffe und vor all dem, was Sie verursacht haben, warum Sie sehr viele in der Nacht allein nicht mehr auf die Straße gehen trauen, vor allem Frauen und Kinder. Beschimpfen Sie uns ruhig, wir halten das alles aus. Und ich sage Ihnen, wir sind auch keine Anti-Europäer. Wir und unsere Wähler, wir sind die einzigen echten Europäer, weil uns unser Kontinent nicht egal ist, während Sie Europa in den Untergang führen, sehr geehrte Damen und Herren. Und genau zu diesem Untergang sagen wir Stopp. Schluss mit diesem Wahnsinn. Stopp zu Korruption. Stopp zum Ausverkauf österreichischer Interessen. Stopp zu Ihrem abgehobenen System, wo Sie und die Eliten glauben, Sie stehen da oben und da unten, da steht der Pöbel und das Volk, das kann man aus Untertanen behandeln. Und auch die Menschen und die Wähler werden bei der nächsten Wahl die Stopp-Taste drücken, weil die Leute durchschaut haben, dass sie sich das von ihnen nicht länger gefallen lassen müssen. Bei der nächsten Wahl, da erhalten Sie die gerechte Rechnung.